Das finde ich mega spannend. Kannst du einordnen oder kannst du, also was ist die Erklärung, wieso das so ist, dass Das ist einfach angewandtes Embodiment, könnte man ja sagen. Ja? Also ich meine, die Erklärung ist, die Frage ist einfach, die Vorstellung, dass Erinnerung etwas ist, was in unserem Gehirn stattfindet, die ist einfach so falsch, dass man sich eher fragen muss, wie sind wir da drauf gekommen? Also man hat natürlich herausgefunden, dass wenn ich jetzt oben ein Stück aus dem Hippocampus rausschneide, dann können die Leute entweder keine neuen Erinnerungen mehr erzeugen oder sie können irgendwie keine alten mehr abrufen oder irgendeine Mischung dazwischen oder so. Aber das Experiment, dass man den Körper abschneidet, das hat ja keiner gemacht. Und das kann man auch nicht machen, weil wir nicht überlebensfähig sind ohne den Körper. Ja, von daher ist das immer so, gibt es so einen Bias, der irgendwie dann dazu geführt hat, dass man glaubt, das Gehirn wäre nun das einzig Relevante für Erinnerungen. Aber wenn wir so diese Theorie von dem Predictive Brain nochmal, also das prädiktive Gehirn nochmal rausholen und eben dann das, was wir über Embodiment wissen, dann ist es ja eher so, dass wir eben unsere ganze Wahrnehmung, dass es eher wie so eine Art Simulation ist. Ja, und dass ich zum Beispiel, wenn ich mich an Dinge erinnere, auch Programme abspiele, die das, was ich in dem Moment gemacht habe, wieder, die quasi das simulieren, als ob ich das wieder machen würde. Ja, und deswegen können mich ja auch, ich meine, ihr kennt das, wenn ihr riecht irgendwie das Parfum eurer ersten Freundin, eures ersten Freundes und plötzlich, bam, ist das wieder da. Ja, das ist ja auch sowas. Da seid ihr über einen sensorischen Reiz in eine Erinnerung quasi reingekommen, ja, und genauso, oder ihr hört irgendeine Melodie oder irgendwas, was euch normalerweise affektiv irgendwie berührt, ja. Und genauso ist das mit Empfindungen oder mit Berührungen halt auch. Also ich bin, und gerade natürlich bei traumatischen Erlebnissen ist es natürlich oft so, gerade wenn das jetzt Richtung Gewaltübergriffe, auch sexueller Missbrauch, solche Sachen geht, da haben natürlich körperliche Empfindungen eine wichtige Rolle gespielt in dem Moment. Und natürlich kommt man dann da wieder ran. Das heißt, man kann sagen, im Körper sind Erinnerungen gespeichert irgendwie. Ist mir auch wieder zu einfach. Ja, also sie sind weder im Gehirn gespeichert noch im Körper gespeichert. Aber auf jeden Fall ist es dichter vermutlich an der Realität dran, wenn man sagt, die sind sowohl im Gehirn als auch im Körper gespeichert. Das ist auch wieder eine Computermetapher. Na, also ihr vermerkt schon, wie schwierig das ist. Ich drücke mich jetzt ein bisschen drum herum, da eine eigene Definition zu finden, weil das ist auch nicht mein Gebiet. Aber der Körper spielt bei Erinnerung einfach eine enorm wichtige Rolle. Man kann es vielleicht dann noch ein Konzept, was, wo man noch, dass man noch ein bisschen Anschluss kriegt, das Konzept der emotionalen Erinnerung. Ja, also Erinnerungen haben ja noch verschiedene Anteile und ein Anteil ist zum Beispiel autobiografisch. Also ich weiß, was ich damit zu tun hatte in dem Moment und was mir da passiert ist. Aber bei traumatischen Erlebnissen ist es oft so, dass dieser autobiografische Anteil gar nicht der wichtige ist, sondern der emotionale Anteil. Und die emotionale Erinnerung, der emotionale Anteil ist zum Beispiel, wie hat sich mein Körper angefühlt in dem Moment, wo das passiert ist? Welche Signale, also zum Beispiel extreme Stresssignale, hat mein Körper gerade in dem Moment verarbeitet oder gesendet, je nachdem, wie man das sehen will, als diese Erinnerung passiert ist? Und das ist zum Beispiel was, was bei einem Flashback wiederkommen kann. Also ich kann plötzlich diese krasse Erregung, dieses Herzrasen und so weiter spüren, ohne dass ich vielleicht einen autobiografischen Teil dazu habe. Aber ich reagiere auf eine bestimmte Situation mit diesen krassen körperlichen Symptomen. Das wäre eben eine Reaktivierung von einer emotionalen Erinnerung. Da ist das Autobiografische dann gar nicht, ist vielleicht gar nicht dabei oder manchmal ist es dabei, da kommt beides zusammen. Aber das ist eigentlich nicht miteinander verbunden. Also, und deswegen ist es zum Beispiel so wichtig mit der Sicherheit. Also wir stellen deswegen Sicherheit her, weil wenn so eine emotionale Erinnerung in der Therapie hochkommt, das passiert natürlich manchmal, und der Körper ist aber dann sicher, ja, also ich habe mit Akupunktur, mit eben diesen äußeren Sicherheitsvorkehrungen und so weiter dafür gesorgt, dass die Person in dem Moment vom Körper die Signale kriegt, nein, das ist alles okay. Hier ist keine Gefahr. Das passiert nicht wieder, ja. Dann kommt es auch nicht zu dieser gefürchteten Retraumatisierung und dann können die meisten Patienten eigentlich in diese Erinnerung wieder reingehen und dann ändert sich auch was. Ja, genau. Hast du schon mal einen Vipassana-Retreat gemacht? Nein, aber ich habe schon mal in einem Paper, was ich geschrieben habe, ein Zitat von einer Vipassana-Praktizierenden verwendet, die beschrieben hat, wie sie durch die Aufmerksamkeit eben diese Energie durch ihren Körper lenkt, so wie sie das beschrieben hat. Das benutze ich ganz viel. Da gibt es ein Paper. Ich habe leider die Smolka, heißt sie, glaube ich. Das ist eine
Ja, müsste ich nachgucken, aber das benutze ich immer als Beispiel, weil ich schreibe ja viel über therapeutische Empfindungen. Mhm. Für mich ist das immer so ein schönes Beispiel wie Empfindung und Energie, wie das oft so gleichgesetzt wird. Und ja, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Spannend. Ja, ich frag deswegen, weil bei den, also bei diesem 10-tägigen Vipassana-Retreat nach Goenka, ist es ja so, dass man den Großteil der Zeit Bodyscans macht. Das heißt, man wandert mit der Aufmerksamkeit von oben nach unten, unten nach oben durch den Körper den ganzen Tag. Also viele, also so praktisch, also so in den ersten Tagen macht man noch was anderes, aber ab Tag 3, 4 rum macht man das den ganzen Tag, 10 Stunden am Tag durch den ganzen Körper wandern. Und da ist eine der Ideen dahinter, dass eben im Körper auch Dinge sozusagen gespeichert sind, auch wenn wir die Formulierung vielleicht jetzt anders einordnen. Und dass wir, indem wir es nur beobachten, wir Dinge auflösen können, die wir so mit uns rumtragen. Mhm. Und dadurch, dass wir das die ganze Zeit machen und praktisch überall immer wieder reinspüren und den Körper immer intensiver wahrnehmen können, weil wir einfach auch geübter werden darin, ist so ein bisschen die Idee unter anderem, dass wir eben auch in tiefere Schichten sozusagen kommen, wenn man das sich so bildlich vorstellen möchte. Mhm. Und nach, dadurch, dass man wertfrei bleibt, reinspürt, wertfrei, ohne eben zu reagieren und das wieder anzufeuern, Dinge aufgelöst werden. Das klingt ein bisschen ähnlich. Total. Also was mir sehr gut gefällt, ist das, was du mit dem Wertfreien gesagt hast. Das ist ja quasi wirklich Mindfulness pur. Ja. Also das ist auch wo ich ganz viel Wert drauf lege und wo man immer merkt, wie sehr viele Menschen eigentlich, die hier reinkommen in die Praxis, erwarten, dass ich sie halt bewerte. Und die wollen das auch. Ja, die wollen bewertet werden. Also weil sie sind es halt aus der Medizin gewöhnt, dass überall bewertet wird, ob das nun gut oder schlecht ist, was da nun gerade rausgekommen ist. Und ob sie das gut und schlecht gemacht haben oder was sie ändern sollen in ihrem Leben oder sonst was. Von daher ist es, und einfach mal, also die müssen es oft auch lernen, wirklich einfach zu sagen, ich frage dann schon, ist es angenehm oder unangenehm? Also, ja, und das bewerten die dann aber selber. Oder manchmal sagen die auch, ja, ich weiß es nicht so genau. Das muss ich nur machen, damit ich halt weiß, ob ich irgendwie reagieren muss oder nicht. Aber ansonsten finde ich das sehr gut. Und das klingt tatsächlich sehr ähnlich. Was mich interessieren würde, wäre, wenn ich eine Frage zurückstellen darf, ob es denn in der Situation, also ist das unter irgendeiner Form von Aufsicht? Weil, also ist dann jemand dabei, der, wenn man da an etwas rankommt, wo man sagt, ich möchte jetzt gerade nicht alleine sein zum Beispiel oder so, der dann da kommt und der dann quasi einfach da ist? Oder macht man das ganz alleine mit sich aus? Also ganz traditionell ist man da eigentlich schon alleine. Mhm. Es gibt natürlich trotzdem Retreatmeister, die da irgendwie mit da sind und so. Mhm. Aber so wie das heutzutage praktiziert wird, sind da schon Leute, die da sind. Und auch wenn man eigentlich in diesen 10 Tagen nicht spricht, gibt es trotzdem das Angebot, dass man, wenn Bedarf da ist, sich austauschen kann. Und dann sind schon Leute da, das schon. Aber sehr reduziert. Also sprechen meine ich jetzt gar nicht unbedingt, einfach halt, dass jemand da ist. Das reicht ja oft schon. Also ich spreche zum Beispiel in der Therapie ganz wenig. Ich sitze auch ganz viel einfach nur dabei. Es wird viel weniger, deswegen nennen wir das auch nicht Psychotherapie, weil einfach extrem wenig gesprochen wird. Und es ist ganz viel so, dass man... Also ich frage zum Beispiel immer wieder, wie fühlt sich das jetzt an? Wie fühlen sich jetzt die Beine an? Wie fühlt sich jetzt der Bauch an zum Beispiel? Ja? Oder halt, wenn jemand vorher über Kopfschmerzen geredet hat und dann passiert irgendwas, dann frage ich, wie ist jetzt der Kopf? Und dann sagen die, ja, es ist irgendwie besser oder jetzt zieht es sich hier zusammen oder da und macht so weiter. Und die Idee ist natürlich, und das ist interessant, dass das alleinige Lenken der Aufmerksamkeit auf diese Foki, nenne ich es jetzt mal, dass das quasi... zum einen die Situation, also habe ich es eben verstanden, ja, dass es quasi die Situation so ein bisschen wieder hervorruft, aber auch gleichzeitig bewältigt, ja. Also dass du quasi, du bleibst bei der Empfindung und dann kann ich mir schon oder würde ich schon erwarten, dass eben bestimmte, vielleicht eher auch visuelle oder halt andere Formen der Erinnerung, also damit assoziiert sind, weil das ist das, was ich täglich sehe. Und du sagst aber, wenn man quasi die Aufmerksamkeit da drauf hält und nicht bewertet, dann löst sich das auch auf, ja. Ja, es ist, also das ist die Idee, genau. Ich kann es mir vorstellen. Also das ist natürlich klingt jetzt natürlich wie etwas, was sehr viel Hingabe auch erfordert und was man natürlich, wenn man das 10 Stunden macht, ist das, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also es ist so,
Es ist immer eine subjektive Erfahrung, aber Retreat ist tendenziell, glaube ich, eher anstrengend als entspannt. Also es ist schon Arbeit. Brauchst du erstmal Urlaub danach? Ja, voll. Ist auch immer lustig, wenn Leute, die halt keinen Retreat irgendwie gemacht haben und dann so halt viel Spaß beim Retreat oder so, einen schönen Retreat-Urlaub oder Entspannung oder so. Aber es ist schon Arbeit und tatsächlich klingt das wirklich, als würde das in die richtige oder in die gleiche Richtung gehen. Viel Spaß bei der Therapie, sagt auch keiner. Ja, eben.